So, meine Ladies und Gentlemen, und willkommen zurück zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part haben wir uns bei ein paar Rätseln blamiert, beziehungsweise ich habe mich bei ein paar Rätseln blamiert. Wir haben drei Rätsel gelöst, einmal von Oma Ingrid, von diesem kleinen Buben und das Uhrenrätsel. Und nun geht es weiter zur Villa Reinhold. Aber hier ist erstmal ein skurriler Typ. Professor, sehen Sie Mann dort auf der Straße? Er verspätet den Weg zur Villa, wie unhöflich. Vielleicht macht er ihn ja für uns frei. Ich bezweifle es allerdings. Natürlich, dieser Mann ist nicht nett. Hier vorne am Sack ist eine Hinweismünze, also hier im Vordergrund. Dann müsste irgendwo bei, genau bei diesem Schildchen, bei diesem Speiseschild ist eine. Und wo ist die letzte? Ich weiß nicht. Ist das dort drüben ein Geschäft? Vielleicht. Vielleicht ist es das. Und hier an dem ersten Fenster neben der Tür ist auch eine Hinweismünze. Dann reden wir mal mit dem Mann. Mal schauen, was er für ein Rätsel für uns hat. Stopp. Euch beide hab ich ja noch nie gesehen. Was treibt zwei wie euch in unser kleines Dorf? Wir wurden von den Reinholds eingeladen. Wenn sie uns nun entschuldigen, wir müssen weiter. Von den Reinholds also was? Ihr seid sehr merkwürdig. Ein merkwürdiges Paar, hm? Ich traue euch nicht. So viel stimmt fast. Aber wenn ihr mir ein Rätsel löst, will ich euch vorbeilassen, aber ich sage euch gleich, es ist sehr schwierig. Vielleicht mache ich euch sie nicht. Ganz bestimmt nicht. Okay, von mir aus, mein Freund. Von mir aus, mein lieber Freund, Leichtgewicht. Das ist ein lustiges Rätsel, da ist nämlich die Lösung eigentlich relativ leicht oder man kommt recht schnell darauf. Hier sind 8 kleine Gewichte, die alle gleich aussehen. Eines ist jedoch etwas leichter als die 7 anderen. Das genau zweimal wiegen, um herauszufinden, welches der Gewichte das leichtere ist. Also, welches ist das Leichtgewicht? Aber ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie man auf die Lösung kam. Man kann es natürlich öfter resetten. Lege die Gewichte, die du wiegen willst, mit Hilfe des Touchpads auf die Waage, wenn du sie verteilt hast. Berühre den roten Knopf, um sie zu wiegen. Wenn beide Seiten auf gleicher Höhe bleiben, sind die Gewichte auf beiden Seiten gleich schwer. Hast du das Gewicht gefunden, platziere es im Lösungsfeld und berühre OK. Dieses Rätsel, da kann man die Antwort nicht im Vorfeld wissen, weil das immer unterschiedlich ist. Das wird immer neu sortiert. Und man muss, glaube ich, erstmal alle 4 Gewichte, also alle Gewichte verteilen. Und dann sieht man ja, wo es schwerer ist. Du darfst mal herausfinden, welches das Gewicht... Achso, das leichtere. Okay. Also, eines dieser Gewichte ist auf jeden Fall leichter. Das heißt, man nimmt, glaube ich, jetzt 2 weg oder so. Warte mal, ich überlege gerade, wie es war. Das bedeutet auf jeden Fall, eins ist das leichtere, da hatten wir ein bisschen Glück. Man macht es eigentlich anders, aber normalerweise kann man es irgendwie anders herausbekommen noch. Ich habe aber gerade nicht das im Kopf, wie man es anders rausbekommt, aber auf jeden Fall ist eins das leichtere, da es etwas weiter oben war. Er hat es uns ja doch leicht gemacht. Versteht ihr den Wortwitz daran? Oh mein Gott. Ja, und ihr seht, wir haben schon einiges am Pikarat verloren, aber es ist nicht weiter schlimm. Das ist richtig, um dieses Rätsel ohne Rad 3 zu lösen, musst du zunächst dir 3 Gewichte auf beide Waagscheine legen. Ach ja, 3 waren's. Wenn du erst einmal darauf gekommen bist, ist der Rest ganz einfach. Ja, ich habe es jetzt mit allen 4 gemacht, aber macht ja nichts. Ja, stimmt. Wenn man nämlich die 3 hat und die dann gleich schwer sind, dann kann es ja nur noch eins von den anderen beiden sein. Und ansonsten muss man von den anderen eins wegnehmen und... dann findet man das relativ leicht heraus, weil dann geht ja eins runter. Also wenn man die 3 hat, dann geht eins ja hoch. Und von diesen 3 muss dann ja eins sein. Das heißt, man nimmt eins davon weg. Und wenn die beide gleich schwer sind, dann ist es das, was übrig, was man runtergenommen hat. Ansonsten ist es eins von den anderen beiden. Das war gar nicht schlecht. Ihr seid ganz schön gewieft. Ganz schön aufgeweckt, ihr beiden. Haben wir sie damit zufriedengestellt? Lassen sie uns nun durch. Aber klar, geht noch vorbei. Und vergesst nicht, Baronin Daria von mir zu grüßen. Leichtgewicht steht nun im Rätselindex. Warum sollen wir eigentlich jeden grüßen, der so scheiße unfreundlich zu uns ist? Ich versteh's nicht, aber okay. Alle sind ja voll unfreundlich zu uns. Hallo Ramon heißt der Kerl übrigens. Das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Dieser Bach mündet sicher in den Fluss, der das Wasser umgibt oder so ähnlich. Ich habe gerade nicht richtig gelesen, aber das ist mir auch egal. So, finden wir auf diesem Screen alle Hinweismünzen. In diesem Gebüsch hier hinten ist eins. Ich glaube, der irgendeins der Bäume, einer der Bäume hier gibt uns eine Hinweismünze oder so.
Ich weiß nicht, wo die ganzen Hinweismünzen hier sind, aber ich probiere alle zu finden. Auf dem Floß, auf diesem Ding hier, also auf diesem Boot ist eins, auf diesem Kissen, was ist das überhaupt? Ich sehe es nicht, was das so richtig ist. Und bei dieser Treppe im Hintergrund ist eins, ist eine Hinweismünze. Na, mit wem habe ich denn hier das Vergnügen, wenn ich fragen darf? Ich heiße Layton und dies ist mein Assistent Luke. Wir wurden in die Villa Reinhold eingeladen. Oh, genau, genau. Wir haben Sie bereits erwartet, Professor Layton. Aber Sie müssen meine Skepsis entschuldigen. Man kann ja heutzutage niemandem trauen. Sie können gar ein Uhuhuhnhold sein. Woher weiß ich, dass Sie der wahre Professor Layton sind? Haben Sie das gehört, Professor? Der hat ja Nerven. Sicher lassen Sie sich so eine Beleidigung nicht bieten. Ich bitte dich, Luke, das ist doch halb so schlimm. Mein Herr, Sie stellen mich also auf die Probe. Ich soll zeigen, dass ich der wahre Professor Layton bin. Exakt, Herr Professor. Nur wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann lösen Sie doch dieses Rätsel. Wie er gerne mal macht. Rätsel 7, Wölfe und Küken. 50 vom 50 Pikarat. Bringe die drei Wölfe und die drei Küken, die du unten siehst, ans andere Ufer des Flusses. Beachte dabei die folgenden Regeln. Es können nicht mehr als zwei Tiere gleichzeitig transportiert werden. Das Floß bewegt sich nur, wenn sich mindestens ein Tier darauf befindet. Wenn mehr Wölfe als Küken an einem Ufer sind, fressen die Wölfe die Küken auf und du musst von vorne anfangen. Du darfst das Floß beliebig oft bewegen. Die schnellste Lösung benötigt nur 11 Züge. Ja, bei diesem Rätsel habe ich öfter mal Probleme, aber wir versuchen es möglichst schnell zu lösen. Ich habe dieses Spiel auch nur einmal komplett durchgespielt oder vielleicht zweimal, aber das heißt ja nichts. Setze die Tiere auf das Floß, indem du sie mit dem Touchpad ziehst. Das Floß kann bis zu zwei Tiere auf einmal transportieren. Bewege das Floß mit dem Touchpad, wenn mindestens ein Tier darauf ist, um es ans andere Ufer zu bringen. Ganz ohne Tiere kann sich das Floß jedoch nicht bewegen. Ich glaube, man muss mit den Küken... Nee, man kann nicht mit den Küken anfangen. Man muss, glaube ich, mit dem Wölfen tatsächlich anfangen. Danach muss man einen Wolf zurückbringen. Danach zwei Küken rüber. Das war dumm, weil dann nur noch ein Küken dort ist. Man kann auch nicht mit den Küken anfangen, merke ich gerade. Da muss man, glaube ich, beide rüberbringen, bin mir aber nicht sicher. Dann nimmt man das Küken wieder mit. Und beide Wölfe rüber, kann das sein? Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, das ist die richtige Lösung. Nee, ist sie nicht. Oder man nimmt jetzt wieder beide mit. Dann nimmt man die beiden Küken mit. Bin mir aber unsicher. Nimmt man dann wieder zwei Küken mit? Nee, das geht. Das würde gehen, aber ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Scheiße. Warte mal. So, ich bringe jetzt einen Wolf rüber. Das war total dumm oder sinnfrei. Nee, wartet mal. Man bringt erstmal zwei Wölfe rüber. Dann nimmt man einen Wolf wieder mit. Bringt man, nein, das war dumm. Man bringt zwei Wölfe rüber, come on. Also ich weiß, dass man, glaube ich, mit zwei Wölfen anfangen muss. Dann nimmt man einen Wolf wieder mit. Zwei Küken geht nicht. Das geht auch nicht. Man muss beide Wölfe, wenn dann, mitnehmen. Dann nimmt man, glaube ich, einen Wolf wieder mit. Bringt zwei Küken rüber. Nimmt keinen Wolf wieder mit. Doch, warte mal. Und beide Küken wieder mit? Ein Wolf? Nee, das geht nicht, oder? Jetzt bin ich verwirrt. Und zwei Wölfe? Zwei Küken gehen auch nicht? Ich bin gerade etwas verwirrt bei diesem Rätsel, aber das kann passieren. Das kann gut und gerne mal passieren, das war dumm. Man kann nicht zwei Küken mitnehmen. Also wenn dann Wolf und Küken zusammen. Das kann man nicht machen. Naja, das wäre dumm. Das wäre wieder Ausgangssituation. Ein Wolf, ein Küken. Küken wieder wegbringen. Zwei Küken rüber. Naja, das geht nicht. Ah, man kann nicht zwei Küken rüberbringen. Das geht auch nicht. Beide Wölfe? Keine Ahnung. Frag mich doch nicht.
Steh auf dem Schlauch. Ich glaube, jetzt habe ich's. So, jetzt nimmt man den Wolf wieder mit. Kann man nämlich zwei Wölfe rüberbringen, dann nimmt man einen Wolf wieder mit und dann nimmt man beide Wölfe mit. Ja, jetzt habe ich's. Wundervoll. Und 11 Züge sogar. Perfekte Lösung. Yay! Hat ein bisschen länger gedauert, aber das kann passieren. Also für dieses Let's Play solltet ihr euch etwas Zeit nehmen. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Seid geduldig mit mir. Ich bin auch nur ein Mensch. Gut gemacht, dieses Rätsel kann in nur 11 Zügen gelöst werden. Wie viele hast du gebraucht? 11? Schon gewusst, es gibt zahlreiche Variationen dieses Flussüberquerungsrätsels. Manche finden sich in Schriften, die über 1000 Jahre alt sind. Wer hat sich sowas ausgedacht? Entschuldigen Sie diesen Fauxpas. Ich zeige Ihnen gerne den Weg zur Villa, als alle warten schon. Alle? Ich nahm an, dass uns allein Baron Andaya erwarten würde. Oh, mitnichten. Hier entlang, bitte. Wolf und Küken ist nun am Rätselindex. Wundervoll. Dann müssen wir wohl auf die andere Seite dieses Gebäudes. Ist das die Villa Reinhold? Wohl wahr, dies ist die Villa Reinhold. Die ist ja riesig, sehen Sie nur. Offenbar sind wir hier genau an der richtigen Adresse. Begib dich zur Villa Reinhold im Osten des Dorfes. Check. Und so erreichen der Professor und Luke nach ihren ersten Schritten in Saint Monsieur die Villa Reinhold. Wollen wir hineingehen? Jawohl. Aber vorher untersuchen wir noch alles nach Hinweismünzen. Ui, könnten Sie sich vorstellen, in so einer Villa zu wohnen? Natürlich. Ja. So, ich weiß nicht, wo die Hinweismünzen sind. Dieser Bach mündet sicher in dem Fluss, der das Dorf umgibt. Der Garten ist ja riesig, aber viel zu sehen gibt es nicht. Man kann auch manche Sachen mehrmals antippen. Manchmal bringen sie dann was, aber in den meisten Fällen eher nicht. Na, wo ist denn hier eine Hinweismünze? Hier müssen auch welche sein, oder nicht? Wahrscheinlich so ganz versteckt. Nee, ich glaube, hier finde ich keine. Kann sein, dass es auf diesem Screen auch gar keine gibt. Kann sein, dass manche Screens da ausgelassen werden bei dieser Hinweismünzensache. Ja, dann gehen wir rein, wa? Na komm. Kann ja nicht schaden. Willkommen in der Villa. Danke, dass Sie uns beehren. Ich bin Matthew, Bediensteter der Familie Reinhold. Die Herrschaft im Wort in dem Salon. Frau Baronin, bat mich allerdings, Ihnen zuerst etwas auszurichten. Sie mögen sich bitte dieses Rätsel ansehen. Erschrecken Sie nicht. Die Baronin hat einen seltsamen Sinn für Schicklichkeit. Okay. Berühre ein Streichholz in der Mitte und führe es, um es zu verschieben. Berühre es zu drehen. Um es zu drehen, berühre es an einem Ende und führe es. Versuch mal, bewege das Streichholz. So, bla bla bla. So, zum Rätsel. Auf geht's. Was ist denn das Rätsel? Hauen Sie raus. Ein Hundeelend. Ach, das ist ein schönes Rätsel oder ein gemeines Rätsel eigentlich. Die Streichhölzer. Unten stehen ein Hund da. Der arme kleine Kerl. Doch dann nichts Böses, als plötzlich ein Auto heranraste und ihn überfuhr. Bewege zwei Streichhölzer, um das Bild so zu verändern, dass es den Hund nach dem Unfall zeigt. Viele Rätsel sind Sache der Perspektive. Geh nicht davon aus, dass du den Hund noch von derselben Seite siehst, wenn du fertig bist. Ja, und dieses Rätsel ist ganz gemein eigentlich, weil man geht davon aus, dass der Hund natürlich, dass man den Hund quasi von oben sieht und der dann so platt dort liegt, wie man ihn hier sieht ungefähr. Das müsste es ungefähr sein. Ich hoffe, dass er mir das durchgehen lässt. Ja, das sieht sehr danach aus. Finde ich wundervoll. Richtig. Oh yeah, hätten mehr Pikarat bisher sein können. Oh, wie süß, aber auch wie böse. Das Auto hat den armen Hund platt gefahren. Lass dir das eine Lehre sein. Augen auf im Straßenverkehr. Richtig genass. Augen auf. Vollkommen richtig. Meine Hochachtung. Bitte verzeihen Sie noch einmal die ungewöhnliche Anfrage.
Hier geht es entlang. Wir sollten die Baronin und ihre Gesellschaft nicht zu lange warten lassen. Hundeelend ist nun im Index. Und damit würde ich sagen, hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Im nächsten Part gehen wir dann zur Baronin Daya, mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Und Tschüssikowski, euer Flastwi. Bye bye.